Das fängt in Botswana gerade erst an. Valentins große Leidenschaft, Löwen. Ja, mein Ziel ist wirklich, mein Traum in der Kalahari, meine Farm aufzubauen. Natürlich mit Raubkatzen. Für die gibt er sein gesamtes altes Leben auf. Republik Botswana im Süden Afrikas. Eins der am dünnsten besiedelsten Länder der Erde. Heimat von Geparden, Löwen, Antilopen und Giraffen. Seit 3 Monaten auch das Zuhause von Valentin Grüner. Hallo, mein Name ist Valentin und ich lebe jetzt hier in Botswana und mein größter Traum ist es, in Central Kalahari Game Reserve ein Wildlife-Projekt aufzubauen. Valentin hat nach dem Zivildienst viele Länder bereist. In Afrika hat es ihm besonders gut gefallen. Das ist eine super schöne Gegend hier, viel Wasser, Okavango-Delta, das größte Inland-Delta der Welt. Das ist alles schon was Besonderes und wirklich traumhaft, aber ist eigentlich nicht der Grund, warum ich wirklich hergekommen bin. Ja, mein Ziel ist wirklich, mein Traum in der Kalahari, meine Farm aufzubauen. Das heißt, so ein 10.000 Hektar Gelände, also 10 mal 10 Kilometer circa, einzuzäunen. Das heißt, man hat da so eine Art privates, kleines Reservat dann, wo man wirklich auch Tiere wild drauf halten kann. Ja, und auf der Farm einfach wirklich zu arbeiten mit Freiwilligen aus Europa und insbesondere auch hier mit den Schulkindern aus Botswana. Auch Valentin war schon als freiwilliger Helfer auf einer Farm in Namibia. Ja, mein Lieblingstier sind wirklich Löwen. Das war schon immer eine Faszination, einfach so eine große Katze. Und als ich nach Namibia gekommen bin, wurden mir auf der Farm 4 junge Löwen übergeben, die ich aufgezogen habe selber über die ganze Zeit und wirklich jede Nacht mit denen draußen geschlafen habe. Ja, aber im Moment lebe ich eben noch in Maun, denn irgendwo muss man anfangen und gucken, wie man vorankommt. Ich zeige euch das mal ein bisschen hier. Das ist die River Lodge in Maun und ja, das war so die letzten Monate mein Zuhause, ist es auch immer noch. Bis Valentin seine eigene Farm aufbaut, lebt er vor dieser Hotelanlage. Für kleines Geld mietet er sich einen Zeltplatz. Im Moment steht das Zelt nicht mehr. Alles ist gepackt, denn ja, morgen übermorgen geht es dann erstmal wieder los in meine Gegend, in die Kalahari. Und wenn man sich das mal vorstellt, wir haben Botswana, so groß wie Frankreich ungefähr, mit 1,8 Millionen Einwohnern. Und dann sagen wir mal, wir sind so ganz oben im Okavango-Delta. Und der Rest ist eigentlich alles Kalahari, wirklich diese Wüste. Und ja, so morgen übermorgen fahren wir dann einfach mal so komplett runter, mitten rein ins Land. Und ja, so wie der Sand hier aussieht, da wird das auch hauptsächlich so aussehen. Da gibt es nicht mehr viele Leute, ist riskant, man muss sich gut vorbereiten. Das heißt, so ein Trip muss gut geplant werden, es muss wirklich alles dabei sein. Deshalb ist mein Zuhause eigentlich gerade wirklich mein Truck. Alles, was ich habe, ist um hier drauf. 80 Liter Wasser dabei, Generator, Zelte, Schlafsäcke, Decken, First Aid Kit, alles mit dabei. Der Truck, 20 Jahre alt, 350.000 Kilometer gefahren. Valentin vertraut weiter auf ihn. Und im Notfall gibt es deutsche Bekannte, die ihm gern behilflich sind. Oh, Tag, Karl-Heinz. Hey, well, bin sofort da. Jo. Mann. Na? Wie sieht's aus? Wie geht's? Super, super, alles klar. Schön, ja, dass du kommen konntest, dass du noch Zeit gefunden hast. Ja, ja, das hier ist Karl-Heinz. Wirklich jemand, der mir hier viel geholfen hat. Gerade am Anfang ist er auch deutscher Honorarkonsul, das heißt der ganze Papierkram, Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Und da hat sich so wirklich eine Freundschaft draus entwickelt. Aber heute wollten wir einen kleinen Trip auf den Fluss hoch machen. Karl-Heinz Gimpel ist seit fast 30 Jahren in Afrika zu Hause und als Honorarkonsul erster Ansprechpartner für deutsche Auswanderer in Botswana. Valentin brauchte Rat und Tat, wir haben uns kennengelernt, er kam in mein Büro und ich war an dem Projekt interessiert.
Und so kam der, sagen wir mal, Business oder geschäftliche Kontakt zustande. Und das ist ein unwahrscheinlich dufter junger Mann, der weiß, was er will. Als kleines Kind habe ich mal einen Film gesehen, Serengeti darf nicht sterben. Also Wildlife-Faszination hat mich gepackt. Und seitdem war klar, ich gehe nach Afrika. Ghana ist einfach ein sehr stabiles, sicheres Land mit traumhafter Natur, super Wildlife, sehr wenig Leute. Man kann wirklich einfach sein eigenes Ding machen. Das ist so eine Freiheit, die man sonst nirgendwo findet. Eigentlich wollte Valentin Tiermedizin studieren. Nach dem Aufenthalt auf einer Farm in Namibia war ihm aber schnell klar, dass er einen anderen Weg gehen möchte. Eine eigene Wildtierfarm soll es werden. In Botswana setzt Valentin alles daran, die staatliche Genehmigung für seine Wildtierfarm zu bekommen. Hilfe dafür gibt es vom deutschen Konsul. So, ja, jetzt geht's noch zum Meeting mit Karl-Heinz noch mal kurz durchquatschen ein bisschen. Wir werden Ministertreffen haben demnächst. Das heißt, ich muss mein ganzes Projekt vorstellen, wirklich vor hier höherem Level in der Regierung. Und ja, will ich noch mal kurz mit ihm durchquatschen, auf was ich jetzt achten muss bei der Farm und so weiter. Und da geht's jetzt hin. Erst seit 3 Monaten lebt Valentin hier und arbeitet an seinem Projekt. Internationale Volontäre sollen auf seiner Farm mit Wildtieren arbeiten. Ein Traum, den Valentin vor allem hier verwirklichen kann. Botswana ist einfach wirklich das große Land mit nur 1,8 Millionen Menschen, davon nur 2% Weiße. Und ja, man ist ja eigentlich sehr gern gesehen, die Leute sind alle sehr freundlich. Das heißt, ich kann mein Auto mal unabgeschlossen stehen lassen, ich kann ein paar Sachen drin liegen lassen und man braucht sich eigentlich wirklich keine Sorgen machen. Und es ist ein angenehmer Umgang mit den Menschen. Oh, großes Schild, deutscher Honorarkonsul. Das ist Karl-Heinz, sein Reich. Oh, da bin ich wieder. Reinspazieren. Über 30 Jahre Afrika-Erfahrung machen Karl-Heinz zum wertvollen Ratgeber. So. Pass auf, womit ich mit dir kurz durchgehen würde oder möchte, ist der Besuch vom Minister. Ja. Und das, was du da noch alles brauchst. Du hast mir mal eine Broschüre gezeigt. Ich habe das dabei. Gut, ich bin da auch durchgegangen. Wenn du jetzt deine ganzen Permits beantragst, wird das nicht gut genug sein. Ja. Das ist, würde ich sagen, mehr für Marketing und um das Projekt überhaupt bekannt zu machen. Aber hier, die Regierung, die legt unwahrscheinlich viel Wert darauf, dass du einen kompletten Managementplan für das Gebiet, für deine Farm zusammenstellst. Okay. Und da muss eben von dem ganzen Umweltschutz bis zum Tierschutz, wie du die einheimische Bevölkerung mit einbeziehst, in das Ganze muss in dem technischen Dokument da drin sein. Mhm. Und dann wollen die auch noch, dass du einen ganz klaren 5-Jahres-Finanzplan aufstellst. Du kannst also loslegen, du hast deine Firma, du hast deine Bankkonten, das haben wir alles. Und jetzt müssen wir halt hier ans Große gehen. Ich glaube sehr wohl, dass der Valentin das schafft. Er hat's einfach. Und für den Papierkram gibt's Leute wie mich. Klare Arbeitsteilung. Valentin holt Informationen ein, Karl-Heinz bringt sie zu Papier. Gut, aber es ist schon nach 7. Ein Bierchen? Hört sich gut an. Okay. Meine Situation ist nicht so ganz einfach. Das Projekt, bin hierher gekommen mit großen Plänen und das machen wir. Und klar, man kann Land kriegen und man kann das irgendwie durchziehen. Dann fängt man an und irgendwie stellt man fest, okay, das dauert hier mal 6 Monate, bis nur irgendein Vertrag durchgeht, den ich eingereicht habe. Das heißt, so lange kann ich gar nichts machen. Und das ist finanziell natürlich nicht einfach. Um die Wildtierfarm finanzieren zu können, braucht Valentin Sponsoren. Er ist auf Investitionen in Millionenhöhe angewiesen. Doch zuerst muss er die Behörden von dem Projekt überzeugen, sein Land besser kennenlernen und vor allem mit anderen Farmen zusammenarbeiten. Ja, es ist ungefähr 6 Uhr morgens. Wir sind auf dem Weg zur Grassland Lodge. Und ja, das ist eine normale Tourismus-Lodge einfach, die aber mit Problemtieren gearbeitet haben, also mit Raubkatzen in Afrika. Das heißt, die haben die einfach von den Farmen weggeholt, bevor die Farmer die erschossen haben. Und ja, ich werde auf jeden Fall mit denen zusammenarbeiten, ein paar Tiere abnehmen, weil die im Moment zu voll sind, nicht mehr wissen, wohin mit ihren Tieren. Die Kooperation mit anderen Farmen, ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit. Und wenn es dabei noch um Wildkatzen geht, ist Valentin in seinem Element. Ja, Löwen sehen, das ist natürlich meine größte Leidenschaft einfach und das ist super.